In der Pfalz, an der Deutschen Weinstraße, profitieren nicht nur die Weinreben vom wärmeren Klima. Auch Tomaten gedeihen hier gut. Vor allem die alten Sorten können zur Leidenschaft werden. Das ist eine von vielen Tomatensorten, die ich sammle, die Ananastomate. Wie alle anderen auch, besticht sie durch ihre Form und durch ihre Farbe. Und es lässt sich wunderbar damit kochen, ganz tolle Gerichte, die ein einmaliges Aroma haben. Grünes Zebra, Striped Cavern, Striped Roman. Diese Sorten kennt man nicht aus dem Supermarkt. Sie sind die Leidenschaft von Hans-Jürgen Sickler. Als ich vor vielen Jahren in die Ausbildung zum Koch kam, musste ich als erstes Tomatensalat machen. Die Tomaten, die ich seinerzeit verarbeiten musste, die waren sowas von wässrig und mit ganz, ganz wenig oder fast null Aroma. Und das hat mir damals schon nicht geschmeckt. Eines Tages war ich dann mal wieder bei meinen Eltern und die Gartennachbarin von meinem Vater hat mir im Sommer zwei Hände voll Tomaten geschenkt aus ihrem Garten. Und das war so ein Schlüsselerlebnis für mich, weil diese Tomaten dermaßen toll geschmeckt haben, ein super Aroma gehabt haben. Und insofern bin ich dann über die Jahre hin zu den alten Tomatensorten gekommen. Heute mache ich einen Tomatensalat aus Cocktailtomaten mit ein paar getrockneten Tomaten und Mini-Mozzarella. Das Ganze mit einem feinen Olivenöl und ein bisschen Balsamico Bianco abgeschmeckt. Ausgewogenes Spiel zwischen Säure und Süße. Pfeffer, Knoblauch und Zwiebel braucht man bei diesen aromatischen Cocktailtomaten nicht zu verwenden. Als Sammler baut Hans-Jürgen Sickler die alten Tomatensorten selber an, zusammen mit einigen neuen Züchtungen. Ich habe bei mir im Anbau dieses Jahr 80 verschiedene Sorten. Ich hatte schon mal mehr Sorten, das ging sogar bis zu 180 Sorten in einem Jahr. Es gibt verschiedene Sorten, die sind so in dem Zeitraum 1850 bis 1900 gezüchtet worden. Zuvor war der nutzende Anbau und der Verzehr von Tomaten nicht verbreitet in Europa. Alte Tomatensorten, das ist mein Hobby seit über 30 Jahren. Es fasziniert mich jedes Jahr aufs Neue, weil man hat die Unterschiede von ganz kleinen bis riesengroßen, die sogar bis zu 1,8 Kilo schwer werden. Man hat unterschiedliche Farben von weiß über Zitronengelb, Blassgelb, Grün. Dann haben wir gestreifte oder nicht gestreifte. Das ist eine sogenannte Sonnenherztomate. Ist eine Sorte, die ich dieses Jahr im Folientunnel und im Freiland angebaut habe, weil ich ganz einfach mal schauen wollte, wo entwickelt sich die Pflanze besser. Der Vorteil ist bei den alten Sorten, dass sie im Folientunnel besser reifen und dass sie geschützt sind vor dem Regen. Es gibt auch Sorten, die man ganz speziell im Tunnel anbaut. Das ist zum Beispiel hier die Striped Roman. Der hat eine tolle Musterung und das Aroma ist schon bestechend. Leichte Säure mit einer fruchtigen Süße. Erst wenn die Tomaten wirklich reif sind, entfalten sie ihr volles Aroma. Es ist mir sehr wichtig, alte Sorten anzubauen, weil dadurch die Arten- und Sortenvielfalt gefördert wird. Und wenn diese nicht mehr angebaut werden dürften, dann würde sehr viel aus unserer Kultur verschwinden.
Mit seiner frischen Ausbeute fährt Hans-Jürgen Sickler jeden Tag nach Heidelberg. Aber nicht, um sie auf Spaziergängen am Neckar entlang selbst zu verspeisen. Seine Gäste sind es, die in den Genuss kommen. Morgen, Isabel. Im vegetarischen Bio-Restaurant Red, die grüne Küche. Hans-Jürgen Sickler betreibt es im Zentrum von Heidelberg. Seine Crew kocht alles selbst. Und selbst sind auch die Gäste. Sie bedienen sich an diesem Buffet. Ich koche jetzt einen Carpaccio von Ochsenherztomaten. Das sind die gelben Ochsenherztomaten. Die sind sehr aromatisch. Und vor allen Dingen sind sie auch äußerst dekorativ. Und das gibt eine schöne Mischung zwischen dem Fruchtigen und dem Würzigen. Im Gastraum gibt es noch eine zweite, kleinere Küche. Hier lädt Hans-Jürgen Sickler zu Kochkursen ein, auch für den Umgang mit alten Tomatensorten. Beim Schneiden solch schmaler Streifen braucht er vor allem ein scharfes Messer. Die Würze erhält das Carpaccio durch eine Balsamico-Creme aus karamellisiertem Zucker sowie hellem und dunklem Balsamico. Als Hauptspeise koche ich heute gefülltes Treibt-Kevin-Tomaten mit Basilikum-Polenta, Mozzarella überbacken auf Ragout von bunten Tomaten. Bei den alten Tomatensorten gefällt mir ganz gut, dass man die Haut, wenn die Tomate reif ist, abziehen kann, ohne dass man die Tomaten in heißem Wasser brühen muss. Die Striped-Kevin-Tomaten lassen sich sehr gut im Ofen backen. Die bleiben stabil und fallen nicht auseinander. Und das Ragout von bunten Tomaten ist eine wunderbare Ergänzung in den leicht süßlichen Bereich. Beim Lagern kann man ganz entscheidende Sache falsch machen. Es ist absolut falsch, Tomaten in die Kühlung zu tun. Weil die Tomate verliert ca. 50% ihres Aromas, wenn sie kälter als 12 Grad gelagert werden. Frische und gute Qualität. Beides zieht viele Gäste in das Restaurant von Hans-Jürgen Sickler.